Nördlich von Grenoble erstreckt sich die Landschaft der Chartreuse. Chartreuse kommt vom Kartäuserorden. Das Mutterkloster der Kartäuser ist hier in dieser Landschaft. Es ist natürlich mehr bekannt unter einem Likörnamen, den angeblich die Mönche irgendwann mal zusammengebraut haben. Jedenfalls verließ uns hier das Wetterglück. Und wir wurden ziemlich nass. Es zeichnete sich ein Dauerregen ab. Und wir waren auf der Suche nach einem Hotel. Und hier zufällig an dem Häuschen stand, das Zimmer frei war. Wir fuhren also zurück und fragten nach einem Zimmerchen. Das Haus gehört einem älteren Ehepaar. Und im Dachgeschoss vermieten sie ein paar Zimmer. Bonjour. Bonjour. Chambre? Hein? Chambre? Oui. Ja? Oui. Ja, okay. Okay. Alors, voilà, ils veulent des chambres. Ah, des chambres, oui. Chambre? Vous voulez une chambre chacun? Une bête. Comment? Aïe, aïe, aïe. Et toi? C'est le casque. Merci. Merci. Merci bien. Das Hündchen sah aus wie mein eigener Hund. Ach, du hast den Helm schon auf. Die Abfahrt war getrübt von den Wetteraussichten. 2 Tage starken Regen. Was sollten wir tun? Schweiz Autobahngebühr zahlen, den großen Umweg über Lyon oder doch mittendurch nach Norden Richtung Freiburg? Weißt du was? Was? Jetzt sind wir mal ganz anderer Meinung. Schau dir mal das an, ist schön hier. Nein, für mich jetzt gar nicht. Hm? Ich würde jetzt gerne. Ja, guck dir mal an, das ist ja wirklich ein schöner Ausblick. Ja. Da unten ist die Grablege der Herzöge von Savoyen. Da vorne ist das Château de Châtillon. Im Dauerregen Landstraßen zu fahren, ist nicht gerade schön. Aber das mache ich immer noch lieber, als im Dauerregen auf der Autobahn zu sein. Dann hier diese Landstraßen waren etwas abseits. Und meine Regensachen hielten dicht, auch der Helm war dicht, im Hals kein Regen. Etwas feucht, die Gore-Tex-Handschuhe und Gore-Tex-Schuhe. Dann diese Membranen halten nie sehr lange und es wäre immer noch besser, wenn man die alten Gummistulpen mitnimmt, die sind dann wenigstens dicht. Stefans Klamotten hielten nicht so dicht. Es zwickte überall etwas durch. Also, was sollten wir tun? Schweizer Autobahnen waren uns dann doch zu teuer und Richtung Frankreich. Ich wollte weiterhin diese Landstraßen fahren, auch im Regen. Stefan wollte auf die Autobahn, sodass wir uns dann getrennt haben. Vorher haben wir uns aber nochmal ganz trockene Sachen untergezogen in einem Hotel. Die hatten Außenpavillon, es war so ganz nett. Mein Problembereich sind die Füße. Dicke Wollsocken, Baumwollsocken drüber und dann eine Plastiktüte noch drüber und die bleiben warm und innen trocken. Man muss sich an die Preise hier etwas gewöhnen. So fuhren wir dann weiter bis Portalier. Und von da fuhr ich rechts in den Jura, weiter den Doubs lang und Stefan fuhr auf der Nationalstraße runter zur Autobahn und hat dann in Karlsruhe am Abend ein Zimmer gesucht. Und ich bin durchgezogen, war dann um Mitternacht zu Hause. Willst du da die E27 bis Besançon langfahren? Das geht ja nicht nach Besançon, sondern nach...
hoch. Ja, ja. Und Schwarzwald können wir auch streichen. Ja. Ja, das wird einfach zu nass. Weil ich würde jetzt einfach durchziehen bis Hannover. Weil es lohnt keinen Stopp mehr. Ja. Bei diesen Strecken. Ich hab da vielleicht nichts, aber dann können wir uns ja trennen. Dann ziehst du durch. Ich zieh durch. Aber nochmal ausziehen und nochmal morgen den ganzen Tag im Regen fahren, da habe ich keine Lust mehr. Ich ziehe durch, ich fahre in Deutschland auf die Autobahn und dann... Ja. 224 Kilometer bis Freiburg. Mhm. Stefan fuhr den schnellsten Weg auf die Autobahn und ich setzte meine Reise fort durch den Jura. Hier ist rechts der Duft und hier ist so ein Restaurant und dahinter ist eine Felsenkapelle, wo wir schon mal waren. Und hier stehen rechts auch immer Gämsen in der Wiese. Am Duft gibt es Gämsen. War natürlich auch nicht so schön zu fahren beim Regen. Aber wie gesagt, immer noch lieber als Autobahn. Um Mitternacht war ich dann in Hannover ganz trocken zu Hause.